Und damit hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Mirror's Edge Let's Plays, wo wir gerade hier sind und uns beim Kampf hier bis jetzt relativ hart immer verkackt haben. Und wir verkacken nochmal beim Fight. Gib mir die Waffe, gib mir die Waffe, gib mir die Waffe! Ja, Steuerung! Okay, nochmal. Und ich habe schon ein paar Mal mein Glück versucht und bin bis jetzt leider immer gescheitert. So, den haben wir jetzt. Muss jetzt mal mein Glück hier nochmal richtig probieren, dass ich hier mal die Leute alle schaffe. So, Waffe weg. Schnappen wir uns hier die nächste. So, jetzt haben wir uns erstmal den da. So, und jetzt weiß ich, dass noch ganz da hinten links einer steht. Dort. Das sind sogar zwei, die da noch sind. Drei sogar. Kriege ich denn das am besten geregelt? So. So. Ja, die Waffe weg. Hier die nächste schnappen. Okay, so, wo müssen wir hin? Da rein. Alles klar. Waffe weg und weiterlaufen. Für diese Stelle habe ich gerade bestimmt fast 5 Minuten verschwendet, weil sie einfach... Oh, Bankrated National. Weil sie einfach so scheiße schwer war. Man muss auch dazu sagen, dass das Schießen in diesem Spiel nicht sehr, Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Pope Connors zur Flucht verholfen hat. Okay, es ist nicht sehr, ich sag mal... Intuitiv ist die falsche Formulierung, aber trifft es eigentlich ganz gut. Also, es fühlt sich falsch an. Oh, Story. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind von PK, Pirandello Kruger, privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich herausgestellt, dass sie einen Insider hatten. Roburn? Ja, sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Popes Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Okay, wir haben wieder jemanden, der auf unserer Seite ist. Och, du Kacke, sind das hier viele. Jungs. Es ist ja schön, dass ihr was gegen mich habt, aber gleich so viele auf einmal. Ja. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Oh mein Gott. Okay, den schnappen wir uns mal. So. Los, hau zu. Jetzt, danke für die Waffe. Dass wir hier ein bisschen aufräumen können. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit... Das Schießen ist nicht intuitiv. Ihr habt es, glaube ich, gerade gesehen, wo das Problem ist. Eieiei. Komm, gib mir die Waffe. Und da müssen wir rein. Aber wir haben alle gekriegt. Oi. Welcher Fahrstuhl kommt zuerst? Links, rechts, dass das nie angezeigt wird. Ist ja gut. Bin ja schon weg. Mann. Jungs. Wenn ich nach oben gucke, habe ich keine Geräuschkulisse. Willkommen in der Scherbe. Dieses monumentale Gebäude wurde 2000.
2012 von dem renommierten Architekten J.C. Thomas entworfen. Es hat über 100 Stockwerke mit Geschäften und Wohneinheiten, darunter auch den berufsvollen Bürgermeister Callahan. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken 90 bis 110 nicht gestattet. In unserem Souvenirgeschäft erhalten Sie Ihre Panoramabilder sowie T-Shirts und eine große Auswahl an fettfreien Snacks und Erfrischungsgetränken. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Scherbe. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir drücken hier mal drauf. Faith, hören Sie mich? Ja. Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen. Draußen bin ich. Ich muss bloß den Sprung schaffen. Oh mein Gott. Ui. Okay, ich muss nach unten. Wir gehen erstmal hier dran. Ich habe ein wenig Schiss, dass mich hier irgendwo mal ein Fahrstuhl mitnimmt. Okay. Das war's. Also, wir müssen uns hier nach unten arbeiten. So viel steht fest. War was Neues. Sonst arbeiten wir uns immer nur nach oben. Jetzt mal nach unten. Okay, ich hätte gedacht, ich kann da dran hängen bleiben, aber... das klappte wohl nicht. Bin mir selber noch nicht ganz sicher. Juppa, so. Wie ich diesen Sprung da schaffen soll. Oh, da kam ein Fahrstuhl. Also, wir haben auch noch Fahrstühle hier. Die uns einen Strich durch die Rechnung machen können. Okay. Jetzt hier dran. So. Hier fegst du rüber. Also ich denke, dass wir hier rüber müssen. So, hier wieder hoch. Sieht so aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Verbündeten, der uns hilft, weiterzumachen. Ah! Verdammt. Okay, ich dachte schon, wir müssen den ganzen Weg nochmal machen. Das sah etwas schwierig zu lösen aus. Ich wollte mir das gerade erstmal in Ruhe anschauen. Aber, geht das überhaupt? Ja. Okay, alles klar. Das sah nur schwierig zu lösen aus, ist es aber nicht. Und wir sind drinne. Mhm. Zack. 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 Und daneben gesprungen. Och, Mann, oh. Ha? Der Anfang sah so gut aus. Wir sind übrigens, was mich übrigens frage bei diesen hohen Gebäuden, also wie gesagt, das erinnert mich erstmal extrem an Half-Life. Gibt es Leute, die in solchen Gebäuden leben und arbeiten und auch einkaufen und das Gebäude an sich niemals verlassen? Das sah irgendwie richtig aus, aber... ach, scheiße. Also richtig hat das nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt nochmal an die Stange da dran. Kommt man aber nicht nach da oben. Obwohl das mein Ziel ist. Ah, bessere Idee. Das könnte sogar klappen. Wenn ich nicht ganz so langsam bin. Wunderschön. Auch hier. So. Wie machen wir das? So. Ah, lol. Alles klar. Idiotensicher. Gut, aber
Wie es jetzt hier hinten weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag auch immer zum Schluss, schön mit Ö.